Hey Leute und willkommen zur dritten Folge Terraria. Und ich habe herausgefunden, wie ich Videos hochlade und das macht mich glücklich. Weil ich darf nicht schneiden anscheinend. Das heißt, ich werde so wenig Weg wie möglich zeigen. Okay. Damit habe ich nicht gerichtet. Ja gut, jetzt müssen wir wohl noch ein bisschen warten. Aber bis ich sowieso dahin gelaufen bin, das dauert eine Weile. Und ich weiß nicht, wieso es nicht funktioniert. Ich darf einfach nicht schneiden. Es liegt einfach daran. Und wenn, ich würde euch sagen, falls ihr vorspulen könnt, wenn sowieso nichts Wichtiges passiert und ich wahrscheinlich nur warten werde. Zack. Ich dürfte sowieso nicht sterben. Ach ja, und ich habe herausgefunden, wie ich diese Münzen hier bekomme. Diese Defend Minions, falls mir jemand das in die Kommentare geschrieben hat. Weil, hier seht ihr auch, ich habe mich ein bisschen um den Weg gekümmert. Oh. Und worum ich mich gekümmert habe. Wo ist der? Hilfe. Fuck, ich habe ihn nur vergessen. Ich bin ab wieder nach oben. Sniper. Ich habe ihn Sniper genannt, falls ihr es wissen wollt. Hier dürfte er drin sein. Jawohl, hier ist er. Habe ich mir gemacht. Aus Höllenfall. Ja, hier ist er. Ich nenne ihn Sniper, weil er schießt. Und er ist ganz gut darin. Deswegen nenne ich ihn Sniper. Ich finde es passt. Und hier seht ihr, was für einen Weg ich gebaut. Oh, ich habe gerade gedacht. Ah, ich zeige es euch gleich. Hallo. Oh. Ich habe gerade gedacht, ich wäre gerade gefangen. Hier, Sniper. Jedenfalls habe ich aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht wieso, aber ich darf nicht schneiden. Ich weiß es auch nicht. Fragt mich nicht wieso. Vielleicht kann ich es irgendwann regeln, dass ich schneiden kann, aber im Moment wird jetzt diese Videos umgeschnitten sein. Das heißt, ich kann nicht cutten. Das heißt, der ganze Weg wird immer da sein und ich kann da nichts ändern. Ihr könnt höchstens vorspulen. Und hier seht ihr, diesen Weg habe ich gebaut. Und ich hoffe, es hat lange gedauert. Sehr, sehr lange. Um die 3 Stunden. Und ich hoffe, ich reicht, weil ihr seht das. Ich habe noch nicht mal annähernd die Hölle fertig. Und halt, ich hoffe, es reicht. Der macht halt zwar nicht viel Schaden, aber besser als gar kein Mensch. Ich habe mich auch um gekümmert, der Guide, der ist da oben. Na komm, kümmere dich um den Sniper. Kann ich so richtig gut zielen, aber deswegen hat Sniper richtig gut gepasst. Na doch, seht ihr? Er kann zielen, wenn er will. Ah ja, und hier, ich kann jetzt auf diesen Stein laufen, weil ich... Ups, falsch. Was da? Hier, ich habe den Obsidian-Schädel. Damit kann ich über brennbare Sachen stolpern, also gehen, nicht stolpern. Und ich habe ein, deswegen habe ich auch diese Höllenrüstung hier. Ich habe einen Trank benutzt, da habe ich Lava Resistance und da kann ich in die Lava, ich konnte auf die stehen. Ich konnte 3 Minuten in Lava reingehen, habe ich den Trank gerade im Moment hier drin. Nee, aber ich hatte den. Und dann habe ich damit richtig leicht farmen können und es ging nicht richtig einfach. Und dadurch habe ich richtig einfach die Höllenrüstung. Und hier, ich habe mich darum gekümmert, die ist legendär. Die Klinge ist einfach nur geil. Ich habe nur einmal drauf gedrückt und dann war es schon legendär. Oh, vielen Dank, Snapper. Ich habe hier einen Mitstreiter. Der wird mich beschützen und helfen gegen die Wall of Flash. Und dieser Bogen, da hat mir noch keiner gesagt, ob der wirklich gut ist. Ist der wirklich gut? Yeah. Beide sehen geil aus, aber das liegt nur, weil ich die, wie heißen sie nochmal, die Sternpfeile habe, oder wie auch immer die heißen. Wie heißen die? Ich glaube, die heißen irgendwas mit Star. Okay. Es geht gleich los. Okay, die Voodoo-Puppe. Und das. Wow.
Fail. Weil der Dämon ist da, der nervt. Friss das in dein Gesicht. Och, der hat überlebt. Lacker. Sag ich jetzt nur. Komm, Sniper. Sieg ihn. Komm, zieh. Ah, falsches. Ja. Oh, oh, oh. Vielen Dank, Sniper. Deswegen bin ich ihn so geil. Och, komm schon. Und schon wieder überlebt er mit einem kleinen Stückchen. Ah, vielen Dank. Okay, ich hoffe, jetzt kommt keiner. Zack. Gut, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Ich hole mir so ein Eisenhaut dran. Und ich hoffe, dieser Baum ist gut. Jo. Damit kann ich jedenfalls bleiben. Jo, wie stark sind diese Flammen? In your face, friss das, Water Flash. Ich habe einen Boom, ich habe einen Boom. Ah, ah, friss das, friss. Jo. Der wieder zum Leben bekommt. Ich kümmere mich jetzt erstmal um diese kleinen Teile, weil die sind wirklich schlimm. Oh, 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 oh. Ja, die kleinen Teile sind weg. Wow. Ja, komm. Irgendwie kann ich mit dem nicht gut zielen. Oder ist das normal? Ein Sniper. So. Dieser Sniper finde ich voll geil. Und dieses Buch einfach, das macht so viel Schaden. Oh, oh, oh. Damit kann ich mir eine Buchpuppe nehmen. Komm mal her. Zack, zack, zack. Hier ein bisschen. Ich habe mir nicht umsonst dieses eine Schwert. Das einer zu den stärksten Schwertern führt. Ich liebe diesen Bogen. Und hier. In your face! Ja, ja! Oh, ich liebe diesen Schaden. Oh. Ich sehe, wie die Leben runtergehen. Das genieße ich. Warte. Ah! Da! In your face! In your face! Ich liebe diesen Bogen. Ja. Aber der hat mich nicht gegeben. Also. Ja, ich dachte nur. Nur noch 900 Leben! Ja. Oh Gott, oh Gott. Ist das Wall of Flash? Jawohl! Ich hab's geschafft! Ich hab die Wall of Flash besiegt! Ja, geil! Geil! Hard Mode beginnt. Fuck. Ich glaube, ich bin nicht stark genug für den Hard Mode. Oh, was habe ich denn hier? 52 Damage. Meins macht mehr. Ich hab den Hammer. Jetzt beginnt es erst richtig, ich kann mich dazu nur sagen. Was ist das hier? Sieht doch geil aus. Kann ich in die Tonne werfen? Voll. Oh. Es geht los. Damit haben wir die erste
erste wirkliche Hälfte von Terraria hinter uns. Und ich wollte euch noch sagen, wie man diese Defender jetzt bekommt. Das mache ich auch noch, aber jetzt bin ich auf Nummer. Ist das nur Geldverschwendung, da drin zu machen, weil ich dann nur zwei bekomme. Hier, ihr kennt doch das hier. Da steckt man so einen Kristall hin, wie ihr ihn seht. Und wenn da genug Platz ist, da kriege ich, dann kommen da so Portale vom Monster raus. Aber mein, hier, da kommen irgendwann solche Fliegenden, die machen fast immer Schaden, außer man hat ein stark genuges Schwert, das sie one-hitted. Und dieses hier macht one-hitted sie fast. Aber nur fast, das ist halt das Bittere. Und ich hoffe, bald beginnt die Jagd auf zerbrochenen Schwerter, dann kann ich mir meine geliebte Terra-Welt holen. Aber erst muss ich einer der Hard-Mode-Bossen besiegen. Das heißt, der Zerstörer ist als nächstes dran. Wie ich gewinne, das weiß ich noch nicht. Ich habe keinen Plan. Ich weiß gar nichts. Ich hoffe, einer von euch kann mir helfen, wie ich die halt den Zerstörer besiege. Wahrscheinlich werde ich dieses Buch hier benutzen. Und eine Falle bauen mit Lava. Weil das ist jetzt das Effektivste, was ich müsste. Das ist wirklich das Effektivste, was ich müsste. Ja. Ich hab's geschafft. Und dieses hier, was bringt das? Ich weiß es nicht. Es ist ein Rätsel über Rätsel, was der hier verkauft. Das ist mir ein wirkliches Rätsel. Aber mit den Kristallen hier, mit denen kann ich das machen. Das mache ich jedenfalls noch. Durch 5 Defender hier. Das werde ich mir als nächstes hier holen. Aber ich weiß nicht, was es mir bringt. Hoffentlich kann euch mal einer mal sagen. Weil hier, mit dem hier, da steht irgendwas mit Beschwörungsschaden. Aber guck mal. Ich höre hier alles. Fällt hier es vielleicht? Ich drücke hier beide Tasten. Aber bringt nichts. Nichts passiert. Das ist richtig abgedockelt. Das ist doch oben rechts. Nein. Einfach nur nein. Okay, das war's dann mit der Folge. Wir haben die Wall of Flash besiegt. Also. Neuer Rekord sag ich dazu. Also. Jetzt hat der Hardmode begonnen. Und was machen die da? Habt ihr es gerade gesehen? Wenn nicht, dann spürt euch zurück, weil diese haben da irgendwas Komisches gemacht. Ey, wer ist das denn? Ist das nicht der Schneider? Komm her. Ich glaube, das ist der Schneider. Ist der Schneider. Oh, fuck. Ach, ich gehe hier als... Warte. Ich bin ein Brokkoli. Oh. Sag ich dazu. Oh ja. Ich mit meinem Bier. Guck mal, die reden miteinander. Oh, sie reden über die. Oh, wenn ich das richtig verstehe, sind die in sich verliebt. Jetzt reden sie über Goldfische. Aber habt ihr es gesehen? Die sind in sich verliebt. Oder der hier ist in sich verliebt. Oh, das kann spannend werden. Aber das sehen wir vielleicht in der nächsten Folge. Wer weiß. Schnapp ich mir. Nee, ich glaube ich wieder als Pharao. Pharao ist doch geiler. Und Schuhe könnte ich anders machen, aber macht nicht. Okay, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Wir haben die Wall of Flash bezwungen. Und bevor die Monster der Nachts rauskommen, mache ich mal lieber Schluss. Weil ich oft genug sterben werde. Damit muss er. Das geht nicht.
Ja. Hier habe ich auch noch ein paar Puppen, weil ich gedacht habe, es funktioniert nicht beim ersten Mal. Aber anscheinend braucht man da nicht eine ganze Reihe durch die Hölle. Ja, man braucht nicht eine komplette Reihe. Das heißt, du hast dir zu viel Arbeit gemacht. Aber ich hatte auch den Bogen, vielleicht lag es auch daran. Zu viel? Viel hilft nicht viel. Kennt ihr das Sprichwort viel hilft viel? Ja, nicht. Ich hätte auch natürlich die ganze Zeit warten können mit dem, bis mein, hier, wie heißt noch mal, bis, wie heißt noch mal, bis mein Mana immer wieder, das ist ja was anderes, wenn das Mana, wenn ich warte, bis immer das Mana wiederhergestellt wäre, da hätte es wirklich wahrscheinlich den ganzen Weg gebraucht. Aber wenn man dann noch einen Bogen hat, egal welchen Bogen, dann kann man da zwischendurch Schaden machen. Und das war eigentlich ganz effektiv, dieser Bogen. Das war's dann wirklich jetzt mit dieser Folge. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.